So, in diesem Video habe ich dir gesagt, ich bringe dir jetzt noch eine andere oder überhaupt eine Grundschlagtechnik bei, weil damit kannst du dann üben und du hast dann auch ein paar Tage Zeit, bis deine nächste Lektion beginnt. Und bis dahin hast du es dann drauf oder eben auch nicht. Es ist dein Tempo. Ja? Der eine lernt es in 5 Tagen, der andere in 14 Tagen. Kommt drauf an, wie viele Stunden am Tag setzt du dich hin. Und ich kann dir sagen, du brauchst keine Stunden am Tag. Wenn du jeden Tag dich mal 10 Minuten hinsetzt, um diese zwei Griffe zu üben und ein bisschen Schlagtechnik, wirst du wahnsinnige Fortschritte machen. Aber wie gesagt, ich kenne dich ja nicht persönlich. Wenn du jetzt hier bei mir im Unterricht sitzen würdest, könnte ich sagen, du mach das mal so und du mach das mal so, weil dann kann ich dich ein bisschen einschätzen. Du musst das für dich alleine einschätzen, das ist gar nicht schlimm. So wie du bist, bist du richtig. Das ist erstmal eine sehr grundlegend wichtige Lebensentscheidung oder Einstellung. Ja. So wie du es machst, machst du es genau richtig. Und du machst es genau in deinem Tempo. Und weißt du, manche Menschen, die sich am Anfang sehr schwer tun mit etwas, ja, die werden am Ende die richtig guten. Und die, die es am Anfang so halbwegs können und das lassen wir dann so, ja, die haben einen ganz anderen Stil. Ja, das sind dann meist nicht so die dann auf die Höhe treiben, auf die Spitze treiben und diese Wahnsinnsmusiker werden, ja, die ihr Instrument da spielen, beherrschen, ja, sondern die haben anderen Fokus, wie ich zum Beispiel. Ich bin jetzt niemand, der, wirst du mich immer wieder sagen hören, der gut Gitarre spielen kann. Ja, ich kenne richtig geile, gute Gitarristen, ja, und staune da auch immer bloß. Ich weiß aber, dass ich zum Beispiel performen kann. Ja, ich kann ein Lied singen mit wenig Gitarre, weil ich kann halt gut singen. Und jetzt weiß ich nicht, wie es bei dir ist, aber ein bisschen singen wäre schon nicht schlecht, weil es gibt genug richtig gute Musiker. Ja. Nun setz dich mal ans Lagerfeuer und dann spielt dir einer da die ganze Zeit irgendwelche Akkorde vor und es kommt kein Lied dazu. Das bringt natürlich nichts. Ja, dann musst du schon sehr gut sein, um virtuell auf der Gitarre oder virtuos auf der Gitarre spielen zu können. Wird jetzt aber zu kompliziert. Ich wollte dir jetzt die Schlagtechnik beibringen. Und zwar habe ich dir gesagt, du spielst E und du spielst D. Und jetzt kannst du, um dieses einfache Lied mit dem Na, 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 Na zu spielen, ich mache das erst nochmal einfach. Na, 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 das ist einfach der Takt, den ich schlage. Na, 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 na. Na, 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 na. Das ist schon ein Lied, das ist schon da, ja. Und wenn du noch dazu kommst, weil du das ja performst, weil du das rüberbringst, würde das vielleicht so sogar schon manchen Menschen gefallen. Vor allem, wenn die romantische Stimmung zum Beispiel am Lagerfeuer da ist oder wenn du das einem Menschen, der dich liebt, den du liebst, vorspielst, ja, dann wirkt das ja schon. Jetzt kommt aber noch ein bisschen Schlagtechnik, weil das ist das, was du bei der Gitarre noch brauchst. Du brauchst Akkorde auf dieser Seite mit deiner linken Hand. Und die Schlagtechnik auf der rechten Seite mit deiner rechten Hand. Alles seitenverkehrt bei Linkshändern, die ich hier jetzt gerade nicht unterrichte. Da musst du dann immer mal googeln, wenn du Linkshänder bist, wie stimme ich meine Gitarre. Ja, da ist nämlich dann die Gitarre so rum, logischerweise. Ui, ist das komisch. Ja. Und du drückst hier ab. Da musst du natürlich die dicke Seite oben haben. Du musst die Gitarre also anders mit Saiten bespannen. Und muss die entsprechend seitenverkehrt stimmen. Ja, dann ist hier oben die dicke Seite und unten natürlich die dünne. Und dann drückst du hier genau diese Griffe ab. Dann wäre jetzt unser E natürlich hier. Ja. Ist ein komischer Griff, weil es ist natürlich jetzt der Griff, siehst du? Ja, also der mit den untersten zwei. Gut, ich will dich ja nicht verwirren, habe ich vielleicht gemacht, weiß ich nicht, egal. Du kannst dir das Video ja so oft anschauen, wie auch immer du willst. Und jetzt, also, wie kann man Schlagtechnik machen? Ich mache dir mal einen Dreivierteltakt. Wie ist ein Dreivierteltakt? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la 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 la.
la 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 la. Ein Dreivierteltakt ist eine wunderbare Erfindung, macht immer fröhlich, bringt immer einen richtig schönen Schwung rein. Und wie macht man einen Dreivierteltakt auf der Gitarre? Hauptschlag dabei ist. Dann mache ich irgendwas dazwischen. Hauptschlag. 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 Gut wäre es vielleicht, du kommst in diesen Takt innerlich rein. Es ist ohnehin so, dass du deine Musik zuerst im Kopf hast und dann bringst du sie nach außen. Das musst du beim Reden ja auch machen. Du musst ja erstmal überlegen, was du sagst. Und selbst wenn du es nicht bewusst überlegst, sondern einfach losflabberst, werden die Worte im Kopf gebildet. Und genauso ist es natürlich mit Musik. Ja, in deinem Kopf entsteht die Musik und dann singst du die, spielst die, interpretierst die, bringst die raus. Ja, und... Okay. Ich zeig dir das ganz grob. Das machst du nie so oder du kannst es am Anfang auch so machen. Ich nehme die Finger, ich schlage einmal, ich mache auch bloß die... ein paar untere Seiten, also ich lasse die oberste meist weg, ja, weil die Bassseite kannst du beim Hauptschlag mit anspielen, dann nicht, kommen aber bei Spieltechniken noch dazu, brauchst du jetzt noch nicht, egal wie du das machst, alles richtig. Zack, ich habe jetzt 5 Seiten angeschlagen von diesen 6, ich habe die oberste weggelassen, kannst aber auch alle 6 nehmen. Zack, und jetzt nehme ich die untersten paar Seiten, so 3-4 Stück davon, mit dem Daumen, mit dem Zeigefinger, runter, Daumen hoch, Zeigefinger runter, das waren 2-mal, ne? Und wieder ein großer. Siehst du? Probier das einfach mal aus. Es war jetzt noch nicht perfekt, auch bei mir nicht. Muss es aber auch nicht. Du lernst ja gerade erst die allerersten Dinge. Ja? Und... mach also. Zeigefinger runter, Daumen hoch, Zeigefinger runter, Daumen hoch, komplett. So ist es richtig. Also komplett, Daumen hoch, Zeigefinger runter, Daumen hoch, komplett. Daumen hoch, Zeigefinger runter, Daumen hoch, komplett. Dann so halbwegs ein bisschen automatisch läuft bei dir, greif doch mal den anderen Griff, greife mal das D. Denk dir jetzt kein Lied dabei, das wird vielleicht zu viel für dich. Merkst du diesen Aufschlag, den mache ich immer, weil das gibt mir einen zusätzlichen Takt, da knall ich einfach mit dem Zeigefinger gegen die Gitarre. Ich sag dir, ich kann nicht Gitarre spielen, aber wenn du einmal so spielen kannst wie ich, ja, dann wirst du wahrscheinlich auch ganz schön zufrieden sein, vermutlich, weil besser werden kannst du dann immer noch. Und jetzt könnte ich dir denn mal spielen, weiß ja nicht, was du für Lieder kennst, ich spiele, wenn ich jemand Gitarre beibringe, zum Beispiel immer gern mal so Nena, ja. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und ihrem Weg zum Horizont. Merkst du, es ist ganz einfach, ne? Das sind bloß ein paar Griffe, es sind 4 Griffe. Ja? Und
Ich streich's halt dazu. Denkst du vielleicht gerade an mich? Sing ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt. Und dann geht das Lied eigentlich ja erst los. Und dann kommt Schlagtechnik dazu. Das mache ich dir jetzt nur, weil du ja jetzt in eine Pause gehst und damit du weißt, wie du bald spielen kannst. 99 Luftballons, wir im Weg zum Horizont, hielt man für UFOs aus dem Wald. Warum schickte ein General eine Fliegerstaffel hinterher, Alarm zu geben, wenn's so wär? Dabei waren dort am Horizont nur 99 Luftballons. Okay, gut, das war einfach gespielt, weißt du, das ist, es kommt auf nichts groß an. Weil Musik ist das zwischen den Noten. Und jetzt die nächsten Tage viel Spaß beim Üben. Du kannst dir die entsprechenden Frequenzen immer wieder anschauen. Und beim nächsten Mal gehen wir dann wieder ein bisschen mit der Theorie. Und wir lernen auch wieder ein bisschen miteinander. Okay, dann hast du es bald drauf. Ich freue mich drauf.